Hallo und herzlich willkommen bei DotSource Research. Mein Name ist Marco Wallner und als Digital Consultant unterstütze ich unsere Kunden bei der Planung und Umsetzung von Softwareprojekten, vor allem im CRM, Marketing Automation und Commerce-Umfeld. Also überall da, wo es um die Optimierung und Automatisierung von Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozessen geht. In diesem Video zeige ich dir anhand eines konkreten Use Cases, wie man so etwas spielend einfach auf der Salesforce-Plattform umsetzen kann. Damit kannst auch du die Conversion in deinem Shop signifikant steigern. In unserem Setup sehen wir die Salesforce-Produkte B2C Commerce Cloud, Service Cloud sowie die Marketing Cloud. Diese sind mit Hilfe von standardisierten Konnektoren verbunden und alle relevanten Datenbankobjekte sind auf derselben Plattform synchronisiert. Hier auf der Service Cloud als zentralem Element in der Beispielsystemlandschaft. Das Großartige daran ist, dass alle Abteilungen den vollen Zugriff auf all diejenigen Daten erhalten können, die sie für die Aussteuerung ihrer Kundenkommunikation benötigen. Also neben Stammdaten auch alle relevanten Bewegungsdaten, wie Bestellungen, Angebote, gekaufte Produkte, Retouren oder Kundenanfragen. Das Einloggen in mehrere Systeme parallel ist somit nicht mehr nötig. Schauen wir das doch einmal an einem konkreten Beispiel an. Vor allem im B2C-Kontext gibt es eine sehr beliebte Maßnahme zur Conversion-Optimierung, die sogenannte Warenkorb-Abbruchskampagne. Hier siehst du die Oberfläche unseres Demo-Shops. Alle Inhalte wie Banner, Content-Bereiche oder Produkte lassen sich auf alle erdenklichen Kundenmerkmale hin oder auch für Kundengruppensegmente personalisieren. Hier sehen wir beispielsweise ein generisches Headerbild für den nicht eingeloggten Nutzer. Nach dem Login wechselt natürlich die Ansicht im Shop basierend auf den bekannten Informationen über unseren User. Der ist in unserem Beispiel sehr gern draußen in der Natur unterwegs und hat bereits etliche Wander- und Wintersportprodukte gekauft. Deswegen wird ihm hier ein ansprechendes Outdoor-Bild angezeigt. Als er dieses Bild sieht, fällt ihm ein, dass er ja einen neuen Rucksack kaufen wollte. Er stöbert also auf den Seiten und findet ein passendes Modell, das er auch gleich in den Warenkorb legt. Doch dann kommt irgendetwas dazwischen und bis zum Ende des Tages verschwindet das Fenster im Nirvana seines Browsers. Doch in der Salesforce-Datenbank wurde dieser offene Warenkorb gespeichert. Hier sehen wir den Warenkorb mit allen relevanten Daten. Wann wurde er erstellt und letztmalig geändert? Welchen Status hat er? Welche Produkte sind enthalten? Außerdem kann ich direkt zum Kundendatensatz springen und dort weitere Daten abrufen, wie bisherige Bestellungen oder Supportvorgänge, wie etwa Retouren oder Fragen zu Produkten. Doch zurück zum Warenkorb, denn für diesen interessiert sich die Marketingabteilung, die den User nun mit Hilfe von E-Mails oder anderen Botschaften zum Kaufen bewegen möchte. In den meisten Fällen programmiert das Shop-Entwicklungsteam dann entsprechende API-Trigger. Immer dann, wenn ein Warenkorb bestimmte Kriterien für den Eintritt in die Kampagne erfüllt, wird ein Datenpaket mit allen relevanten Informationen an das E-Mail-Marketing-Tool geschickt und dort der E-Mail-Versand angestoßen. Das ist in unserem Setup nicht mehr nötig, da alle relevanten Datenbankobjekte wie Warenkörbe, Kundenanfragen oder Angebote in der Marketing-Cloud in sogenannten Data-Extensions zur Verfügung stehen. Hier sehen wir die Warenkorb-Abbruchskampagne im Journey-Builder in der Marketing-Cloud. Im Entry-Event werden die Eingangskriterien für die Kampagne definiert. Wir wollen hier nur E-Mails an Kunden mit einer aktiven Marketing-Einwilligung verschicken. Außerdem sollen die Warenkörbe in den letzten 3 Tagen nicht geändert worden sein. Diese Kriterien können jederzeit angepasst werden. Das aufwendige Umprogrammieren von API-Triggern wird damit hinfällig. Jeden Morgen um 8 wird automatisch die Datenbank durchsucht nach Datensätzen, die die Eingangskriterien erfüllen und somit in die Kampagne eintreten. Nach dem Entry-Event können wir ganz einfach die Aktion für den E-Mail-Versand platzieren. Außerdem packen wir noch eine Send-Time-Optimization dazu, um den E-Mail-Versand für jeden Kunden individuell auszusteuern. Hierbei wird auf Basis von Machine Learning-Daten das bisherige Öffnungsverhalten der Kunden analysiert und der optimale Versandzeitpunkt ermittelt. Am Ende befindet sich eine Wait-Activity. Damit legen wir fest, wie lange ein Kontakt in dieser Kampagne bleibt, bevor er erneut eintreten kann. In unserem Beispiel sind das 30 Tage, damit unser Kunde innerhalb eines Monats nur einmal eine solche E-Mail erhält. Diese E-Mail enthält dann natürlich exakt das Produkt, das im verwaisten Warenkorb auf den Kaufabschluss wartet. Und hier der Button, der direkt zum entsprechenden Warenkorb führt. Und jetzt schauen wir mal, wie gut diese Kampagne performt. Denn mithilfe der mächtigen Analyse- und Reporting-Tools können wir unsere Kampagne analysieren, um später weitere Optimierungen vorzunehmen. Beispielsweise könnte man nach ein paar Tagen noch eine zweite E-Mail verschicken und mithilfe eines Couponcodes einen weiteren Kaufanreiz setzen. Hier muss man sich allerdings überlegen, wie man verhindert, dass Kunden nur noch Warenkörbe anlegen, um Gutscheincodes zu erhalten. Cleverer ist es hier vermutlich, eine weitere Kampagne aufzusetzen, um diese Rabattcodes als Belohnung eines Kaufs zu senden. Du merkst schon,
Durch die Flexibilität in der Nutzung der Daten sind den Vertriebs- und Marketingteams keine Grenzen mehr gesetzt, wenn es darum geht, neue Ideen in der Kundenansprache schnell umzusetzen und auszuprobieren. Wenn du Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung deiner Vertriebs- und Marketingstrategien benötigst, helfen dir mein Team und ich sehr gerne weiter. Zusammen mit dir sorgen wir dafür, dass deine Prozesse optimiert werden, deine Kunden schneller passende Produkte finden und letztendlich du damit mehr Umsatz machst. Wir freuen uns auf deine Anfrage.